Z. Oh Gott. Ja, ich kenne einen YouTuber mit Z. Ja, wer das wohl sein könnte. Ja, wer das wohl sein könnte. Fertig. Och, Mann. Verdammt. Ach, Kacke. Das war so ein guter Punkt, den ich gerade noch zu Ende geschrieben habe. Das glaube ich. Ich erkläre es nachher. So, Nienlein, du bist dran. Z. Alles klar. Mordwaffe. Einmal Zigarettenstummel auf Augapfel ausdrücken. Autsch. Das bringt normalerweise aber nicht um. Naja, gut. Vielleicht verblutest du dabei. Nee, glaub mir, das tust du nicht. Meinst du? Du kannst so viel Zeug ins Auge kriegen, da verblutet man normalerweise nicht. Also ja, es muss okay. Schon jemanden umbringen, ja? Ja. Alles klar. Dann haben wir einmal Zitteraal. Das bringt auch keinen um, oder? Doch. Doch, tatsächlich schon. Ja, ich habe mal einen beim Strommessgerät gesehen, in irgendeinem Aquariumsting, und das war teilweise mehr als in der Steckdose, von daher geht. Ja, eine Steckdose kannst du anpacken, ohne zu sterben. Das ist kein Problem. Das kommt drauf an, ne? Na gut, wenn du ein schwaches Herz hast, nicht, ne? Ja, wenn du ein schwaches Herz hast, nicht, aber eine Steckdose überlebst du, wenn du dran packst. Bist du schon ein bisschen geröstet, aber es ist. Gut, vielleicht wenn du dran packst, aber die Tage danach wahrscheinlich nicht. Schon. Nicht mit Nachfolgen, ne? Ja, ohne Nachfolgen nicht, aber du sterben. Schwierig. Ja, gut. Okay. Wenn man jetzt nicht so kleinscheißerisch sein. Zeckenkanone! Was ist eine Zeckenkanone? Eine Kanone, die so lang Zecken schießt, bis irgendeine infiziert war, also derjenige stirbt. Nein, nee. Das ist raus. Brauch halt Vorbereitung, mein Gott. Das ist. Nee. Wenn Zigarettenstumme auf Augapfel ausdrücken, nicht tötet, dann das bestimmt das auch nicht. Nee. Ja, du hast wahrscheinlich noch nie jemanden mit Augenklappe gesehen, oder? Schon. Komm, so, nein, mach's raus. Nein. So, mach's raus. Wir brauchen noch einen zweiten, um das rauszuwerfen. Dafür? Spielzeug im Happy Meal. Weiter geht's. Einmal eine Zorro-Figur. Ja, beim Kindern. Zorro kennen jetzt eigentlich nur noch die Boomer. Das ist jetzt eigentlich nur der Boomer. Bis ist nicht du Remake rauspacken. Das ist so, Zorro. Zum kennt ihr noch Zorro, mal ganz im Ernst? Ja, klar. Du kennst Zorro. Ja. Aber jetzt nicht wirklich vom Gucken, also. Ich hab die. Ja, doch, natürlich vom Gucken. Ich kenne die alten und ich kenne das eine Remake. Ich kenne das halt nur als Figur, weil es mir mein Vater mal erzählt hat. Also die Filme geguckt habe ich nicht. Nee, das ist mir wirklich. Solltest du mal nachholen, die sind gar nicht so schlecht. Das glaube ich. Aber es kennt halt, also jeder, der nach 2005 geboren ist, kennt die Figur nicht mehr. Also sämtliche deiner Zuschauer. Ja. Und deiner. Ich habe keine Zuschauer. Auch wieder richtig. Aber ich. Warum geht denn hier die Lautstärke immer wieder runter? Tja. Ich weiß es nicht. Wer weiß das? Bei mir nicht. Bei mir schon. Naja, egal. Nein, hat auch was geantwortet. Nicht nur die Zorro-Figur. So noch ein Zungenpiercing. Nein, du musst lesen. Ja, war ich ja dabei. Du bist ja den sehr Leuten hat mal Zeit. So, Zeit zum Piercing Geld hat Zeit der Herr schon. Wir nicht. Wenn du mir nicht immer ins Wort fallen würdest, würden wir weiterkommen. Immer doch. Ja, danke. So, zum Piercing hat der Herr vorgelesen. Weiter geht's mit Zebrafigur aus echtem Zebrafell. So, da haben zwei dieselbe Meinung, YouTuber SEO. Wollte keiner Zwergfürst nehmen, oder? Oh. Das ist mir echt nicht eingefallen.
Ich hab noch so gesagt, YouTube mit Z, wer das wohl sein kann. Ist ja jetzt ganz offen. Ja, aber ich hatte ja recht, das müsst ihr sehen. Ich hab bewusst noch Zio eingegeben, um nicht Zwergenfürst reinzuschreiben. Weil ich dachte, das hast du eh. Ich dachte, da schreibt bestimmt irgendjemand Zwergenfürst rein. Deshalb schreibe ich jetzt mal lieber nicht Zwergenfürst. Ja. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Auf das offensichtlichste Körper. Yeah. Ja, Mann. Ja. Scheiße. Stunden später. So, weiter geht's jetzt auch mit Pokémon. Wir schämen uns ja schon. Tja, so. Niemand schämt sich. Das erste ist Zekrom. Danach geht es weiter mit Zigzag und Zubilis. Sind alles drei Pokémon. Ja. Ja. Von hier, ja. Stinker Sachen. Kann man dazu nicht sagen, ne? Irgendwie hatten wir schon wieder dieselbe Meinung. Zahn verfault und vereitert, danach Zähne, die nie geputzt wurden. Naja, ist nicht das Gleiche, ist nicht ganz das Gleiche. Ist nicht unbedingt das Gleiche. Nee. Okay. Zähne, die nie geputzt werden, können auch verfault und vereitert sein, aber ja, ist trotzdem nicht das Gleiche. So, als so nächstes kommt dann... So, im Sommer. Jetzt hab ich dir schon was weggenommen. Ja. Ah, ja, das ist vor allem beim Elefantengehege. Affen. Mhm. Nee, Affen, eher im Affengehege. Das ist. Ja. Obwohl ich hab mal in meiner Schule ein Landwirtschaftspraktikum gemacht. Da war ich für den Ziegenstall eingeteilt und sollte im Ziegenstall ein bisschen aufräumen. Man denkt es nicht, also man schätzt Ziegen jetzt nicht als die dreckigsten Tiere ein, aber angenehm war es jetzt auch nicht. Das glaube ich gern. Das hat da auch gestunken im Ziegenstall. Das ist. Ja. Mhm. Wo wir gerade bei Ziegen sind. Beleidigung. Ja, Beleidigung. Ziegenficker. Als dieses Zigeuner, dann auch Zicke. Ja. Ja. Mhm. Alles, was man schon alles gehört hat. Ja, Zigeuner ist jetzt schon, das ist ein bisschen rassistisch. Ist zwar 1910 eine Beleidigung. Ist zwar Ziegenficker ist zwar gar nicht beleidigend, aber... Ja. Das steht nicht aus welchem Jahr oder Jahrhundert. Ziegenficker ist auch gar nicht rassistisch, aber... Gut. Ja. Ja gut, Ziegenficker ist jetzt wirklich nicht rassistisch. Ja. Nee. Das kann ich auch Mordi so nennen. Wir haben uns in einem Ziegenstall gearbeitet. Ja. Kann ich auch Mordi so nennen. Also kann ich auch morgen Mordi benennen. Oh, großartig. Ja. So, ja. Gründe für Schulverweis. Zu schnell mit dem SUV vorgefahren, okay? Ja. Mhm. Einfach so ein 30-Jähriger, der noch in der 5. Klasse ist. Ja. Mit dem SUV vorgefahren und dann noch ein Erstklässler gerammt dabei. Okay. Einfach mal kurz drüber fahren. Die verdammten Fridays for Future Demonstranten, die müssen wir mal mit dem SUV überfahren. So ungefähr. Mhm. Nur dann bist du wahrscheinlich eher Schulleiter als Schüler. Ja. Da wirst du aber auch von der Schule verwiesen. Ja. Kommt drauf an, welche Schule. Eine Privatschule wahrscheinlich nicht. Auch wieder richtig. So, als nächstes hätten wir Zahnstocher in den Stuhlstoff packen, wo der Lehrer sich draufsetzt. Ja. Meins geht in eine ähnliche Richtung. Kommt drauf an, in welcher Schule. An manchen Schulen führt das noch lange nicht zu einem Schulverweis. Es kommt auch auf den Lehrer drauf an. Ist das ein sehr strenger Lehrer, der sehr engstirnig ist und keinen Spaß versteht? Ja, dann hast du schlechte Karten bei der Person. Mhm. Da kannst du selbst die kleinste Kleinigkeit machen und du kriegst direkt richtig Stress. Da kannst du husten und schon kannst die Schule wechseln. Mhm. Ihr redet aus Erfahrung, oder was?
Jo. Nö, ich nicht. Ich hab einfach nur geraten. Ja. So, weiter geht's dann mit Ort, wo Sex nicht so gut ist, wenn ihr nichts dagegen habt. Du hast noch den Ziegencode vergessen. Hab ich doch vorgelesen, aber du bist mir ja ins Wort gefallen. Hast du nicht? Ich zitiere hier mal, es tut immer besser, wenn man nur sich selbst zuhört. Mhm. Ja. Wer sagte das? Von wem ist das ein Zitat? Ich habe keine Ahnung, irgendwer wird es gesagt haben. Das ist das Thema Zuhören, ne? Ja. Und die Leute erstmal ausreden lassen, bevor man denen ins Wort fällt. Niemals. Dich nicht. Könnte man nur. Darf ich bitte? Nö. Zug der DB. Ja. Da wirklich, ob das da wirklich so schlecht ist? Am besten auf dem Zugklo. Das ist, oder immer, immer schön. Oder in einem Waggon, der komplett nach Pisse und Kotze riecht. Deutsche Bahn immer wieder schön. Zumindest ist, wie gesagt, der Waggon dann wahrscheinlich frei. Ja, auf jeden Fall. Freie Waggons in der Deutschen Bahn, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich denn nicht. Na doch, wenn er komplett nach Pisse und Kotze riecht. Ist er trotzdem rappelvoll gefüllt. Weil nicht mehr, da war nichts mehr frei. Da ist man froh, wenn man keinen Geruchssinn hat. Ja. In gewissem Maßen ja. Ja. Als nächstes wäre kein guter Ort dafür der Zoo. Komma. Der Zoo, Komma. Ja. Irgendwelche Einwände? Ja, gegen das Komma habe ich einen Einwand. Ja, das stört irgendwie. Ich wollte da noch was hinterschreiben, aber dann wart ihr zu schnell. So. Gut, dann machen wir weiter zwischen zwei Felsbrocken auf einem Berg. Ja, das könnte schmerzhaft werden. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. So, keine Einwände. Weiter geht's mit Scheidungskurve. Obwohl, manche könnten draufstehen. Manche haben vielleicht einen Fetisch zwischen zwei Felsbrocken. Ja, du weißt nie, worauf gewisse Leute so stehen. Manche könnten es trotzdem gut finden. Ja. Wobei manche. Und andere stehen auf den Eiffelturm. Manche könnten es auch gut finden. Manche könnten es auch gut finden, im Zugklo der Deutschen Bahn zu. Ja, zum Beispiel diese eine Zugleiterin, die da ein Porno gedreht hat. Was? Hast du geguckt, Molly, oder was? Ihr seid auf jeden Fall zu wenig im Internet unterwegs. Ich merke das schon. Oh, ja. Und du zu viel, Molly. Nein, es heißt ja, man kann nie zu viel irgendwo rumgeistern. Weil das sind Erfahrungen, die sonst keiner hat, ne? Ja, manche Erfahrungen will man vielleicht auch nicht machen. Ist vielleicht besser so. Ja. So, darf ich mit Scheidungsgründe weitermachen? Nein, das nicht. Niemals. So, Scheidungsgrund ist einmal Zwergenfürst LP deabonniert. Und du kannst nicht kochen. Ja. Das sind jetzt gar nicht so Z. Es tut mir ja leid. Einfach von der Seite zerstört. Zicke. Ja, Zicke hatten wir schon, du Vogel. Danke. Ja. Also Zwergenfürst LP deabonnieren, das ist jetzt schon. Das ist ein Scheidungsgrund, würde ich sagen. Das ist. Aber unbedingt. Scheidungsgrund für dich! Es ist also unbedingt. So, Scheidungsgrund, Zungenspiel nicht können. Ja, gut. Voll erst die Stille. Und als nächstes wäre zu viel reden, zu wenig Sex. Irgendwelche Einwände? Nö. Na, pass. Sehr bescheiden hier. Okay, Wahlsprüche der AfD. Z. Zintaler Türkenjäger. Was? Wer weiß, wo, wann? Fängt mit Z an.
Zentaler Tückenjäger. Wir sind hier mittlerweile zu fünft. Wer ist denn jetzt hier der? Zu viert. Na, wer wohl? Erzählen sollte man auch schon können. Und das war gerade mein Männle. So, Wahrsprüche der AfD. Zug in die Freiheit. Okay. Das demnächst. Bundestagswahl 2021. Ich sehe es schon. Okay. Auf den Wahlplakaten. Na, ich war leider nicht so schnell, deswegen falle ich da schon mal wieder raus. Und zu uns sagt jeder ja, außer linksversiffte Gutmenschen, die Fake News verbreiten. Ja. Aha! Stand bestimmt schon so. Irgendwo. Und dann nur auf Twitter. Ja. Reicht doch, das sind auch News verbreiten, ne? Da müssen sie auch ihre Wahlsprüche austreten. Gut. Wenn sie es mal lieber nicht machen würden. Wenn es so manche nicht machen würden. So, als nächstes hätten wir Foltermethoden. Zwergenfürst hat natürlich gar nichts. Ja, weil ihr wart zu schnell fertig. Das ist. Modi war zu schnell fertig. Und ich habe einen richtig fetten Text. Das ja. Kann man auch zweideutig sehen. Modi war zu schnell fertig. So, Foltermethoden. Zunge rausreißen. Ist einmal. Die zweite wäre von Mordi zunehmende Augenlider, Ohren und Nase sowie entfernen der Zunge und anschließend in der Wildnis aussetzen. Du, bewährte Methoden im KZ während des Zweiten Weltkriegs. Ich glaube, Mordi sollte man sich lieber nie zum Feind machen. Bewährte Methoden. Kann ich nur empfehlen. Bewährte Methoden in Konzentrationslagern. Könnte. Wirklich? Ja, ohne Witz, glaube ich. Also. Ich wusste, ich habe das irgendwo schon mal gehört oder das gelesen. Also, zunehmend der Augenlider habe ich sogar, das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon in Zweiter Weltkriegsdokumentation gesehen. Das ist. Ich wusste, da war irgendwas. Ich vergesse doch keine Foltermethoden, die ich mal gewusst habe. Wie könnte ich nur? Ja. Aber das, was ich hier so lese, Mordi sollte man sich wirklich nicht so fein machen. Uh-huh.